Mein eigentlicher Berufswunsch war Kosmetikerin gewesen. Aber aufgrund meiner Querschnittslähmung hatte ich nicht viel Auswahl und habe mich für eine Ausbildung zur Bürokraft entschieden und habe gemerkt, dass Büro gar nicht so verkehrt ist. Mittlerweile muss ich sagen, ja, es ist mein Traumjob. Ich bin Mandy Rüll, bin Organisationsassistentin bei WBS Training und seit 2010 beschäftigt. Ja, das Lernen von zu Hause ist möglich. Organisationsassistentin zu sein, ist ein sehr abwechslungsreicher Bürojob. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir unterrichten im WBS LearnSpace 3D. Das ist ein virtuelles Klassenzimmer mit Live-Unterricht. Ich bin der erste Ansprechpartner für alle Belange. Ich habe den Fehler selber noch nicht gefunden. Okay, dann schaue ich da einfach mal nach. Ich bin dann da, um die Leute zu beruhigen, um die Systeme wieder auf Vordermann zu bringen. Super, bin wunderbar zu hören. Ja, klasse. Super. Schön, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht sollten wir mal in die Zentrale gehen. Bei uns in Potsdam arbeiten drei. Das bin ich als Organisationsassistentin, meine Kollegin und der Regionalleiter. Wahrscheinlich nicht. Nee, alles gut, das kriegen wir hin. Humor spielt bei uns eine große Rolle. Meine Kollegin und ich, wir sind regelmäßig am Lachen und schmeißen uns bald weg. Ja, Ziele, Ziele, was haben wir denn erreicht? Da reden wir das ganze Jahr am Anfang darüber. Es ist sehr wichtig, dass ein Mitarbeiter bei WBS Training Einfühlungsvermögen mitbringt. Es gibt ja auch Menschen, die brauchen einfach eine zweite Chance. Und wenn man zuhört und vielleicht aus eigener Erfahrung berichten kann, hilft das vielen schon weiter. Es können Konflikte einfach entstehen. So kleine Psychologen sind wir. Mein erster Gedanke, als ich zur WBS-Training kam, war, hier könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt, sagen wir mal so.